Dann herzlich willkommen zum Vortrag bzw. Workshop IQPR Reseller. Wie werde ich Reseller? Was erwarten wir von Reseller? Was habe ich davon, Reseller zu werden? Das werde jetzt vor allem ich, Ingo Kreiselmeier, halten. Und ich habe mir noch Verstärkung von einem alten Bekannten aus der IQPR-Szene, von Stefan Becker, geholt, der früher ja auch bei Stylight war als Angestellter und sich mittlerweile im leicht anderen Bereich selbstständig gemacht hat. Genau, vielleicht kenne ich der eine oder andere von Stylight noch. Ich war da, IQPR kenne ich seit mittlerweile 9 Jahren. Angefangen habe ich bei Outdoor Animals Training. Das war 2008 oder 2009, sage ich jetzt mal. Habe dann Entwicklung gemacht, das war, wo ich angefangen habe. Bin dann aber, ich mag halt diese Kommunikation mit Kunden, habe dann angefangen bei Stylight zu arbeiten, habe dann dort auch das Reseller-Programm dort mit aufgebaut, was es dort gab. Das ist so ein großer Teil zu meinen Ideen herausgewachsen und jetzt helfe ich quasi noch IQPR GmbH ein bisschen mit den Themen, wie kann man IQPR vermarkten, wie kann man Reseller gewinnen und wie können Reseller automatisiert arbeiten, also wie können diese Funktionsteilungen erstellt werden, wie kann das ablaufen und da kann ich nachher ein bisschen mehr erzählen. Was ist so meine Stärke und was habe ich mich selbstständig gemacht? Hauptsächlich Neukundengewinnung über automatisierte Prozesse, also digitale Verkaufstrichter, sogenannte Sales Funnels und wie kann man Traffic auf diese Prozesse gewinnen. Das ist so mein Thema eigentlich. Okay, dann fangen wir mit dem eigentlichen Workshop an. Kurzen Überblick. Zuerst mal stellen wir das Reseller-Programm allgemein vor. Mit auch den einzelnen Modellen haben wir es mal genannt, die wir diesbezüglich von unserer Seite aus sehen, für die Möglichkeiten, die ich als Reseller tätig werden kann. Ein bisschen gehen wir darauf ein, auf die Voraussetzungen, also was wir praktisch von einem Reseller auch erwarten, dass er als IQPR Reseller praktisch auch auftreten darf oder kann. Dann natürlich das wahrscheinlich mit Interessanteste, die Verdienstmöglichkeiten und die Vorteile, die ich als Reseller habe. Denn gut, wir haben den Vorteil, dass IQPR noch weiter verbreitet wird über unsere Marketing- und Vertriebsmöglichkeiten hinaus. Und zum Abschluss werden wir dann auch noch kurze Vorstellungen von 2 heute hier anwesenden Resellern, Partnern haben. Das ist einmal der Peter Schulden von Open Dynamics und Stefan Reinhardt von der Pixel-Eck, der auch gestern schon mal kurz sich vorgestellt hat. Okay, dann schauen wir mal in das Reseller-Programm rein. Wie funktioniert das Reseller-Programm, habe ich jetzt mal genannt. Also grundsätzlich ist es so, gut, der Reseller führt IQPR bei seinen Kunden ein, beziehungsweise halt stellt IQPR bei seinen Kunden vor, hat unter seinen Kunden vielleicht jemand, wo er sagt, das würde doch genau da reinpassen. Und das ist uns sehr recht, weil wir haben mit dem Kunden direkt nichts zu tun, der kommt vielleicht nicht zu uns und von daher, das ist eine Schnittstelle, die wir neu schaffen können oder die dann neu geschaffen wird. Und das ist uns natürlich sehr recht und das wollen wir fördern. Dafür, dass das dann praktisch über den Reseller verkauft wird, erhält dieser natürlich eine Provision über die Höhe und wie das Ganze ablaufen kann, kommen wir später noch etwas genauer drauf. Und grundsätzlich ist es so, die technischen Dienstleistungen wie die Einführung der IQPR oder die Administration von einer Eigeninstallation beim Kunden und so weiter oder auch die ständigen administrativen Arbeiten in der IQPR selber können komplett vom Reseller übernommen werden. Oder halt, wenn der Reseller sagt, ne, das sind Sachen dabei, da habe ich noch nicht so das komplette Know-how dazu, da brauche ich dann doch die Hilfe von der IQPR wieder, dann stehen wir dann natürlich auch gerne zur Verfügung. Der letzte Punkt ist einfach, da ist aus unserer Sicht immer ein gewisser Kundenschutz für den Reseller. Also wir treten nicht an den Kunden vom Reseller heran, einfach und sagen, das und das ist zu machen, sondern wir treten nur so insoweit auf bei den Kunden, wie der Reseller es möchte. Also das einmal als Grundprinzip würde ich es mal bezeichnen. Das sehen wir jetzt hier auch vom Kontakt oder der Kommunikation zwischen IQPR, Reseller und Kunde gibt es 2 Optionen. Einmal, dass der Reseller wirklich ein alleiniger Ansprechpartner für seinen Kunden ist und wir nur mit dem Reseller kommunizieren über die Probleme, Kundenwünsche und so weiter beim Endkunden, dass wir also mit dem Endkunden
mehr oder weniger so gar nichts zu tun haben, ohne, außer dass wir halt wissen, dass die Instanz läuft bei uns in der Hosting-Infrastruktur oder wir haben die Lizenz zur Verfügung gestellt und da läuft halt was, aber wir direkt haben keine Kommunikation mit dem Kunden. Ist ein Kann, ist kein Muss. Das kann natürlich auch so sein, dass wir durchaus mit dem Kunden, Endkunden selber auch kommunizieren und der auch mit uns in Kontakt tritt, wenn das so gewollt ist, nach Absprache mit Kunden, mit Reseller, dass zum Beispiel der Reseller dann zum Kunden sagt, du, das macht jetzt keinen Sinn, dass ich hier dazwischen stehe, um die Kommunikation noch zu komplizieren. Wende dich doch einfach direkt an die Groupware, die wissen Bescheid und die helfen dir dann auch direkt weiter. Also die Optionen gibt es beide, das geschieht genau in dem Rahmen, wie das der Reseller möchte. Noch kurz dazwischen, wenn irgendwelche Fragen sind, einfach drauf los. Dann haben wir verschiedene Modelle, haben wir es mal genannt, dafür, wie man E-Groupware-Reseller werden kann. Da gibt es zum einen unseren Online-Shop bzw. die Handelsplattform Digistore24, über der wir auch über unsere Webseite direkt unsere Produkte zum Kauf anbieten. Das ist für uns eine relativ einfache Sache, weil der Kunde kauft da einfach direkt die ganze Abwicklung, die Rechnungsstellung und so weiter und die Mehrwertsteuerbehandlung, was halt mittlerweile doch auch gerade bei Endkonsumerkunden innerhalb von der EU doch relativ aufwendig geworden ist in den letzten Jahren. Und da haben wir gesagt, also wir wollen das Verfahren nicht mehr bei uns selber in unserer eigenen kleinen Buchhaltung abbilden, sondern geben das zu Digistore und wir kriegen einfach nur einmal im Monat eine Abrechnung von Digistore, was alles gewissermaßen gekauft wurde. Wir kriegen natürlich über jeden einzelnen Vorgang auch immer eine Benachrichtigung, was da ist, also wenn zum Beispiel ein Vertrag gewissermaßen abgebrochen wurde, die Zahlung storniert wurde, kriegen wir Bescheid und dann nehmen wir auch Kontakt auf mit den Endkunden, was ist denn los? Ist da einfach eine Kreditkarte ausgelaufen oder wollen Sie das wirklich kündigen? Aber das macht uns die ganze Sache etwas einfacher von der Abrechnungstechnik her. Von daher gibt es jetzt darüber, über diese Handelsplattform auch die Möglichkeit, dort als Affiliate von die Gruppe aufzutreten und da kann jetzt der Stefan ein bisschen genauer was dazu sagen. Also warum haben wir es damals für Digistore24 entschieden? Wer das nicht kennt, ist eine der bekanntesten Online-Plattformen für digitale Güter. Und ich glaube, die haben ein Affiliate-Programm, wo ca. 40.000 Affiliates eingetragen sind aktuell. Das bedeutet, im Moment ist das Produkt E-Groupware noch nicht offiziell verfügbar dort als Reseller-Programm. Das hat damit zu tun, wir müssen erstmal unsere Hausaufgaben machen, was den Reseller-Bereich angeht. Mhm. Das heißt, es wird eine eigene Webseite, Unterwebseite geben, wo auch die Reseller dann entsprechende Informationen finden können, um das Produkt zu bewerben. Wir möchten gerne, dass die Reseller dann auf ihrer Webseite vielleicht einen kleinen Text schreiben, wo es um E-Groupware geht. Und da werden wir so Informationen hinterlegen, die jetzt im Pressebereich sind, die werden im E-Groupware-Bereich liegen. Und dann können sich auch weitere eintragen. Ihr Vorteil ist, wenn Sie jetzt starten, dass Ingo Ihnen einen Link direkt schicken kann und Sie sind quasi noch in der ersten Generation dieser Reseller, bevor diese große Plattform öffnet und mehrere Reseller dort auf das Produkt geben. Das heißt, Sie haben jetzt den Vorteil. Und an sich ist es sehr, sehr einfach. Der Ingo würde einen Link schicken. Sie bestätigen den Link. Dann müssen Sie einen Account erstellen bei Digistore24. Das ist aber alles kostenfrei. Und dann erhalten Sie von dieser Handelsplattform Ihren eigenen Link. Und wenn Sie diesen Link quasi dem Kunden schicken und sagen, bitte, da gibt es ein Produkt, das finde ich super interessant, das ist für dich auch interessant, dann schicken Sie dem Kunden diesen Link. Und in dem Moment, wenn der auf die Webseite drauf geht, er kommt dann auch wieder auf die e-Groupware.org Webseite raus. Aber es wird ein kleines Stück Code quasi in den Browser gespeichert, so ein Cookie. Und anhand von der Cookie kann, wenn der nachher kauft, bekommen Sie automatisch diese Provisionsteile. Das wird Ihrem Account quasi zugeordnet. Und in der Regel tut man diesen Link umschreiben. Das heißt, normalerweise haben Sie dann Ihr Unternehmen, /Empfehlungen und dann E-Groupware. Das ist der Link, den Sie dem Kunden weitergeben. Der wird dann umgeschrieben und dadurch passiert automatisch diese Provisionsteile. Das ist an sich ein sehr technisch einfacher Vorgang. Und Sie sehen immer sofort, was ist hier passiert, welche Bestellungen gingen ein. Und das Tolle an der Sache ist, dass wenn Sie diese monatlichen Zahlungen wählen, bekommen Sie jeden Monat eine Provision.
das in einem Hosting ist oder zum Beispiel auch eine Eigeninstallation hat, dann können Sie jeden Monat eine passive Provision dadurch verdienen. Und das ist so der Weg, den wir über diese Handelsplattform gegangen sind. Ja, und das ist also jedes Mal, wenn der Kunde gewissermaßen, wenn der von dem Vertrag, den er eingegangen ist, das ist das Abo für ein Hosting und eine Eigeninstallation, die Zahlung praktisch durchgeführt wird, wird das automatisch aufgeteilt auf einen Teil für die Gruppe GmbH, einen Teil für den Affiliate und natürlich nimmt sich Digistore auch noch einen kleinen Teil für sich. Gilt aber jetzt nur für das Abrechnungsmodell, wo der Endkunde bezahlt. Mhm. Also muss ich nur überlegen, es gibt ja, Ingo könnte euch die Möglichkeit an, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder fakturiert die IQBR GmbH zu dem Kunden oder Sie fakturieren zu dem Kunden. Weil es kann ja sein, da wo der Unterschied ist von den Arten von Resellern, haben wir die einen, die sagen, wir wollen keine technischen Dienstleistungen erbringen. Also technisch mal die Installation auf dem Kundenserver, die sagen, ich will damit nichts zu tun haben. Ich bin eher derjenige, der die Hosting-Installation für den Kunden einrichtet. Das heißt, die kommen dann meistens ins Hosting, dafür ist dieser Weg sehr, sehr gut. Es gibt andere, die sagen, ich mache das alles technisch, der Kunde hat schon 5 andere Dinge, wo ich den Kunden betreue. Und damit wollen die auch nicht, dass wir eine Rechnung zu dem Endkunden fakturieren, sondern das macht dann alles der Installer. Er sagt dann, ich habe da noch einen Service-Server, ich habe das und das noch für den Kunden und dann mache ich noch mit Microware und dann schicken wir nur eine Rechnung, reduziert und mit den Prozenten an den Reseller und der Reseller rechnet dann ab mit dem Endkunden. Also beide Möglichkeiten gibt es. Ja, also das ist jetzt, wenn man halt nicht über das Affiliate-Programm von Digistore 24 gehen will, sondern eher mit Einzelrechnungen über uns arbeiten will, auch mit Einzelverträgen gewissermaßen für jeden Kunden, gibt es halt entweder die, wie Stefan gesagt hat, die Möglichkeit, dass wir an den Reseller eine Rechnung schreiben, schon direkt reduziert um den Reseller-Rabatt und der Reseller stellt dann die Rechnung an den Endkunden, wobei wir da Wert drauf legen, dass der Endkunde die Groupware über den Reseller nicht günstiger kaufen kann als über uns direkt. Das ist schon etwas, was uns relativ wichtig ist. Das ist auch wir haben Partnerverträge, die wir mit den einzelnen Resellern abschließen können und da ist das auch entsprechend geregelt. Über die genauen Provisionen komme ich später auch noch drauf zu sprechen. Der andere Weg ist, dass wir als Gruppe GmbH die Rechnung direkt an den Endkunden schicken und wir dann praktisch eine Provision an den Reseller zahlen. Das kann ganz im Einzelfall erfolgen. Das kann, wir haben Reseller, mit denen wir arbeiten, wir zusammen, da schauen wir einfach am Jahresende drauf, was war dieses Jahr gelaufen, welcher Kunde ist zu welchen Konditionen hat was eine Rechnung von uns bekommen. Oder welcher Kunde hat den Vertrag beendet und so weiter. Und dann schickt und machen wir darüber eine Abrechnung und der Reseller schickt uns dann entsprechend eine Rechnung über die Provision, die er in diesem Jahr praktisch verdient hat, sozusagen mit den Kunden. Gibt es beides als Möglichkeit. Ist halt je nachdem, wenn es 20 oder 30 Kunden sind, die der Reseller hat, ist es halt etwas mühsam, da jedes Mal eine einzelne Provisionsrechnung zu stellen und abzurechnen. Da macht es dann Sinn, vielleicht das in einem bestimmten Zeitraum einfach mal draufzuschauen und dann das am Block dann abzurechnen. Aber das sind auch Sachen, die je nachdem in Absprache zwischen uns und dem Reseller individuell gehandhabt werden können. Ja, was für Voraussetzungen erwarten wir denn von einem Reseller? Der erste Punkt, der Reseller sollte schon in gewisser Weise mit IQBR vertraut sein. Aber ich denke mal, jeder, der hier sitzt, erfüllt diese Voraussetzungen, denke ich mal, schon recht gut. Technisches Grundverständnis, man sollte wissen, wie man eine Maus bedient, was ein Browser ist und so verschiedene Sachen, die beim Endkunden dann manchmal vielleicht doch eher ein paar Probleme bereiten. Für uns ist es grundsätzlich so, der Reseller ist
für uns der erste Ansprechpartner in der Kommunikation mit dem Kunden. Das geht wieder auf den Punkt zurück, zum einen Kundengarantie, also Kundenschutz für den Reseller. Zum anderen ist es für uns natürlich auch der Vorteil, es ist ein erster Filter, gerade auch bei Anwenderfragen beim Endkunden. Denn der Reseller kann die, so Standardfragen oder wenn Probleme auftauchen, da ja zum Teil zumindest schon relativ viel mal abfangen und selber sagen, wo das Problem ist oder was, wie das funktioniert. Erleichtert uns natürlich auch die Support-Anfragen, die Arbeit ein bisschen. Es ist halt immer die Frage von Reseller aus, wie viel will ich meinen Kunden auch an Groupware praktisch übergeben oder wie viel möchte ich in meinem Einflussbereich behalten. Und das liegt aus unserer Sicht immer im Bereich des Resellers. Auf die Wünsche gehen wir dann entsprechend ein. Dann nochmal der Punkt, die technischen Dienstleistungen können vom Reseller erbracht werden, wenn der halt mal irgendwo an seine Grenzen stößt oder sagt, das ist, macht mehr Sinn, dass wir das direkt übernehmen, dann stehen wir dann natürlich gerne zur Verfügung. Wie macht sich sowas denn finanziell irgendwie, wirkt sich das aus? Wenn ich jetzt sage, ich habe zum Beispiel gerade keine Zeit, dann es kommt ein bisschen drauf an, was es ist. Also so, kaufe ich dann die Leistung ein, irgendwie in Paketen oder ja, wird das stundenweise abgerechnet? Das wird stundenweise abgerechnet. Also ich sag mal, wenn es nur gerade was ist, du, der Kunde hat das und das Problem, ich habe gerade keine Zeit, kannst du gerade mal da anrufen und es ist eine kleine Benutzerfrage, dann passiert das einfach so. Wenn es halt was ist, du, die haben einen neuen Benutzer oder einen neuen Bereich, wollen eine neue Gruppe anlegen und dann die ganzen Nutzungsrechte einrichten für die neue Gruppe und so weiter, dann wird da entsprechend ein Supportbudget gekauft mit einem bestimmten Zeitkontingent und dann wird praktisch darauf diese Leistung dann praktisch gebucht. Dann geht es um die Vorteile. Was hat der Reseller davon? Es besteht die Möglichkeit, auf der eGroupware Partnerseite genannt zu werden. Das müssen wir bei dir auf jeden Fall noch nachholen. Und bei euch auch. Im Moment steht er noch nicht drauf. Es stehen vor allem die größeren technischen Partner drauf. Aber die Seite wollen wir eigentlich auch komplett überarbeiten, um da entsprechend auch die Möglichkeit aufzuzeigen, wie du gesagt hast, mit dem Affiliate-Programm von Digistore, aber auch die Möglichkeit, dass die Partner sich da ein bisschen mehr präsentieren können, soweit sie es wollen bei uns. Im Gegenzug wäre es natürlich schön, wenn wir auf den entsprechenden Partnerseiten auch als Groupware, als Firma genannt werden, verlinkt werden. Ich denke, das ist ganz normal gang und gäbe. Grafiken stehen im Moment unter der Rubrik Presse zur Verfügung. Da wollen wir noch sehr viel mehr aufbauen auf der Webseite und auch verschiedene Textbausteine oder ganze kleine Segmente zur Verfügung stellen, wie das gewissermaßen von unserer Seite aus für sinnvoll gehalten wird, wie das eGroupware dargestellt wird beim Reseller. Ist halt als Anregung gedacht, als Service, um da nicht alles sich aus den eigenen Fingern saugen zu müssen, ist aber natürlich kein Zwang. Vielleicht nochmal kurz so zu der Frage, die ich etwas gestellt bekommen habe. Was macht einen erfolgreichen Reseller aus oder wodurch wird er erfolgreich? Und ich habe immer festgestellt, es gab so ein Thema, was immer wichtig war. Die Reseller haben es selbst oft eingesetzt, die Software, die waren davon überzeugt. Und die hatten schon den Kontakt zu ihren Kunden, weil sie die Kunden in irgendeiner Art und Weise anderweitig betreut haben. Ob sie jetzt Webseiten für den gestaltet haben, ob sie vielleicht ein ERP-System eingeführt haben oder irgendwo sie den Kontaktpunkt hatten. Und haben festgestellt, da gibt es einen Kunden, der hat gerade ein aktuelles Problem, was sie für sich schon gelöst haben. Und wenn die dann gesagt haben, guck mal, ich kenne eine Lösung,
die heißt E-Gruppe, ja, schaut euch sie mal an. Die haben die kurz gezeigt, wie sie in ihrer Instanz, wie sie damit arbeiten, war das eigentlich immer ein erfolgreicher Weg. Es ist halt besser, als wenn man von der grünen Wiese anfängt und weiß sehr, sehr wenig von E-Gruppe, man lebt es nicht. Weil wenn man es lebt, dann kann man das auch am besten nachvollziehen und am besten vorleben. Ja, und dann, was hier natürlich noch fehlt, der mit für den Resetter der wichtigste Part, die Verdienstmöglichkeiten. Das haben wir ein bisschen gestaffelt nach der Anzahl von den Kundenverträgen und unterschieden in Cloud-Pakete, Installationspakete und Support. Das ist jetzt, läuft immer ab dem zweiten Kundenvertrag, weil wir hatten am Anfang den Fall, dass Kunden einfach auf uns zukommen, ja, sie wollen auch als Reseller tätig werden, haben dann viel darüber geredet und letztendlich haben sie eine Installation oder einen Kunden gehabt, nämlich sich selber, und haben erstmal die Provision abgegriffen und haben so halt versucht, einfach günstiger dran zu kommen. Deshalb haben wir gesagt, ab dem zweiten Vertrag gibt es diese Provisionen. Wenn wir halt sehen, es werden viele Kunden, dann wird der erste natürlich bei der nächsten Abrechnung auch günstiger. Hier unten haben wir noch einen kleinen, eine Einschränkung bei den höhergehenden Provisionen. Beim Kauf über Digistore bieten wir maximal 40% Provision an, weil halt Digistore auch noch nicht unerheblich gewissermaßen auch halt seinen Anteil bezieht. Von daher müssten wir da das etwas beschränken. Das ist auch nicht in Stein gemeißelt. Wir haben zum Teil mit verschiedenen Resellern auch individuelle Abmachungen. Das kann so aussehen, wenn man zum Beispiel sehr viele Kunden hat, ganz kleine Kunden hat, aber die trotzdem eine Eigeninstallation benötigen und dann immer nur 2 oder 3 Benutzerkonten haben. Unsere Benutzerkonten, unsere Installationspakete starten ja eigentlich bei 10 Benutzern. Von daher gibt es zum Beispiel den Fall mit einem Reseller, wo wir dann gesagt haben, er hat so viele kleine Kunden, dann stellen wir ihm praktisch ein ganzes Kontingent zur Verfügung über 50 Benutzerkonten, das wir abbrechen, und wie er es dann aufteilt, kann er dann selber entscheiden. Aber das macht halt dann auch erst Sinn ab einer gewissen Anzahl von Benutzern oder von Kunden. Was ich verstehe, der Unterschied Cloud-Pakete und Installationspakete. Das ist einfach eine Frage auch der Kostenstruktur. Installation und die, genau. Ja, genau. Und das Hosting. Genau. Cloud ist Hosting. Und die Installationspakete ist halt, was man auf dem eigenen Server gewissermaßen installiert. Ach so. Ja, weil da jetzt andere Namen benutzt werden. Ja, das stimmt natürlich. Ja. Hosting Cloud, ja. Da hat gestern vom Cloud-Hosting gesprochen. Ja. Als eines benutzen unsere Hosting-Infrastruktur, quasi die Cloud-Preise und Installation, wenn sie alles quasi in ihrer, also für sich auch installieren, ob sie auf ihrem eigenen Hoster oder im eigenen. Genau. Ja. Die erbringen die Technikdienstleistung und das andere ist. Gut. Okay. Gibt es da noch Fragen dazu? Oder? Ja, dann kommen wir schon zur Vorstellung. Von die Geschichte mit dieser Ökosystem. Angenommen, man hat einen Kunden, der möchte customizen, den Code haben. Ja. Ja, aber man möchte selber nicht selber hosten, sondern in der Cloud hosten. Dann kommen wir wieder an die Qualitätsmerkmale, dass jetzt in die Cloud schieben wollen. Kommt man dann als Reseller eher ins Gespräch, dass man sich dann den Code Review gibt für die Erweiterung, die man eventuell eingebaut hätte? Ich denke, wenn man sich schon kennt näher, ob man jetzt als Reseller auftritt oder auch für die eigene Installation und schon lange mit uns in Kontakt ist, ist das auf jeden Fall was, wo wir sagen, den kennen wir, das ist ein alter Kunde oder ein alter Bekannter, das schauen wir uns auf jeden Fall mal an und gucken mal rein, passt es dazu, können wir das verantworten, und da ist es schon so, dass wir da eher dann drauf eingehen, als wenn dann jetzt irgendeiner drauf zukommt, ja,
hallo, bin neu hier, guck mal, was ich da Tolles gemacht habe und schieb das bitte in die E-Book rein. Vielleicht als Beispiel, was ich gesagt habe, zum Beispiel Hüttner und Werfen, die das ERP-System, das Warenwirtschaftssystem vorstellen die nächsten Tage. Bei denen war es im Endeffekt ähnlich. Die haben angefangen, gesagt, sie haben ihr eigenes Modul entwickelt, sie würden es gerne in die E-Book reinbringen. Wir haben miteinander gesprochen, es war so eine Anlaufphase, wo wir zu ihnen gefahren sind, sie zu uns gefahren, sie haben es vorgestellt, es ist gewachsen und irgendwann haben sie für sich die Entscheidung getroffen, sie würden gerne ihr Businessmodell auch auf E-Gruppe aufbauen, also einen Teil davon. Und sie haben gesagt, sie verkaufen das innerhalb der E-Gruppe, aber nur unter EPL-Bedingungen. Das heißt, sie haben gesagt, die Voraussetzung für sie ist, der Kunde muss schon mal eine kommerzielle Lizenz erwerben und dann on top sein Produkt, also seine App. Und dann hat sich daraus das Reseller-Modell für sie ergeben. Also das sind dann die Möglichkeiten, die da auch entstehen. Ja, das ist selbstverständlich. Man muss halt immer nur gucken, wenn wir über unser Hosting sprechen, also quasi im E-Gruppe Cloud Hosting, wie gut ist der Code? Wie dann kennt man sich da? Und das ist, was Ralf halt sehr, sehr gut einschätzen kann, wenn er die App gesehen hat, das hat er schon auch bei vielen gemacht, wo er gesagt hat, nein, danke. Also auch wirklich, nee, das ist, was er macht, ist nicht den Security-Standards entsprochen. Oder er sagt, nee, der weiß, was er tut. Und dann kann man es natürlich besser einsortieren, wenn man weiß, okay, der weiß, was er tut, der kann programmieren und dann passt es auch mit ein bisschen Briefing. Aber das entscheidet Ralf. Ja, dann kommen wir zur Vorstellung von den beiden heute anwesenden Resellern. Kurz, also ich habe nur einfach so ein paar Stichworte aufgeschrieben, die wahrscheinlich interessant sind. Zum einen, wer will anfangen? Machst du Peter? Oder? Kann ich, ja. Ja. Mein Name ist Peter Schulz. Open Dynamic. Mein Geschäftspartner, den Sennis Jean-Baptiste, haben die wahrscheinlich schon gestern kennengelernt. Er ist nicht zu übersehen, genau. Unsere Firma gibt es seit in dieser Form 2010. Wir treten im Prinzip auf als unser Schwerpunkt ist ein Open Source ERP-System für kleine und kleinere Mittelständler. Die Dienstleistung ist rund um dieses ERP-System, inklusive Inbetriebnahme, Schulungen und individuelle Anpassungen. Das basiert auf einem anderen Open-Source-ERP-System, Qtendo, allerdings von uns stark modifiziert und angepasst. Wir sind im Moment auch am Überlegen, das mehr oder weniger als eigenständiges Produkt vorzuführen. Und das noch so ein bisschen in den Sternen. Außerdem treten wir im Prinzip als IT-Dienstleister für den Betrieb der IT-Infrastruktur zu diesem ERP auf und zum Teil auch im Prinzip auch als für die komplette Infrastruktur unserer Kunden. Zu der Groupware sind wir eigentlich aus Eigenbedarf gekommen, noch 2010, wo wir nur erst zu zweit waren. Heute brauchen wir eine Plattform, um zusammen zu arbeiten. Das erste Jahr waren wir mehr oder weniger noch zwar zusammengearbeitet, aber räumlich getrennt und da hat sich so eine Cloud-Installation erstmal die Community Edition angeboten. Irgendwann war es dann die DFL-Version, dann war es irgendwann mal eine eigene Installation. Dann hat sich so der erste, zweite Kunde ergeben, wo wir gemerkt haben, okay, der hat noch ungelöste organisatorische Probleme, wo die Groove eigentlich optimal passt. Und so hat sich das nach und nach ungeplant irgendwie so entwickelt und ergeben. Wir haben bis jetzt die Groove eigentlich auch nicht wirklich aktiv vermarktet. Ich denke so, wir werden unsere Einstellung dazu nochmal überdenken und das auch ein bisschen aktiver angehen. Unter anderem auch aus dem Grund, dass ich das so ein bisschen auch als Türöffner sehe für sag mal, ERP und Wirtschaftskunden. Also ich glaube, im Reseller-Programm sind wir, weiß ich nicht, 5-6 Jahre oder so. Die Gruppe finde ich einfach als genialen Ersatz für alles. Also, sag mal, bei uns intern, wenn wir dem Kunden erklären, worum geht es denn eigentlich, dann nennen wir das so ein bisschen, bitte nicht abwertend, verstehe nicht, Change für Arme. Weil das ist so, damit kann jeder was anfangen und die meisten schätzen dann auch den Funktionsumfang recht gut ein.
Im Moment sind wir auch da eine bestehende Installation, das ist ein größeres Unternehmen mit ungefähr 150 Anwendern. Die setzen im Moment Zarafa ein, mehr schlecht als recht. Und dann bin ich auch im Moment ein bisschen am Anbohren. Eines aus meiner Sicht, also ich habe eher so einen technischen Hintergrund. Für mich zählen in der ersten Linie auch technische Argumente. Und die Eventual-Integration finde ich an dieser Stelle einfach gigantisch. Habt ihr Menschen noch? Noch nicht, aber was noch nicht ist, kann noch werden. Also wir haben laufende Eventual-Installationen bei Kunden. Ich habe auch mehrere auch Windows Active Directories auf Menschen, die werden auch recht stresslos umgesetzt. Also bei der Installation war ich eigentlich baff, weil ich habe es nicht so einfach erwartet. Und wenn ich jetzt auch mit der Integration vom Mail-Server, mit der Integration sofort von der Woofer und eventuell auch meinem Spam-Filter, wenn das alles so aus einer Hand zu haben ist, finde ich das einfach ein perfektes Ergänzung von unserem eigenen Produktportfolio und unserem eigenen Dienstleistung. Ich wollte mal ganz kurz einhaken bei dem Thema Prevention. Wenn Sie das als Reseller betreiben und sind Univention Partner oder sind kein Partner und Sie sagen uns allen, meine Plattform ist beim Kunden Univention, dann gibt es denen das Paket, das können Sie direkt anklicken und sagen, ich schütze Ihre Hardware. Und das Einzige, was Sie dann brauchen, ist den Lizenzkey, damit Ihre IPL funktioniert. Das heißt, Sie schreiben Ihnen eine Mail und sagen, hey, ich würde gerne für den Kunden das machen oder über den Digistore-Weg, dann bekommen Sie einen Lizenzcode, den tragen Sie ein, das Ganze funktioniert. Und wenn Sie zuerst den Mail-Server installieren, sind wichtig, zuerst den Mail-Server installieren und dann die E-Gruppe, haben Sie ja automatisch die Mail-Integration direkt fertig in der E-Gruppe und können damit starten. Okay, danke Peter. Vielleicht nochmal so, was ich einmal sagen wollte, was interessant ist. Wir haben gesehen, welche Konzepte zum Beispiel nicht gut funktionieren. Zum Beispiel, wenn Leute sagen, die wollen entweder Exchange ersetzen durch E-Gruppe, funktioniert meiner Meinung nach gut. Wenn aber Leute sagen, ich will den Outlook immerhin beide behalten und dann die E-Gruppe im Hintergrund einfach so, dass es tut, würde ich sofort sagen, lassen Sie es bitte sein. Lassen Sie es sein, das bringt gar nichts. Wirklich entweder muss entscheiden, zu sagen, ich möchte die E-Gruppe einsetzen oder ich möchte Exchange und Outlook einsetzen. Alles, was zwischendrin funktioniert, oder versucht zu funktionieren, ich habe da jetzt fast 3 Jahre lang die Zähne ausgebissen mit, ich glaube, 40 Plugins, gefühlten 40 Plugins und mindestens 10 Leuten, die gesagt haben, sie tun ihren Rest ihres Lebens am Outlook arbeiten, das hat nie funktioniert. Es war immer irgendwann erfolglos, ging mal eine Zeit lang gut, das Plugin hat super funktioniert und dann kam die Zeit, der ist gestorben, der hat keine Lust mehr gehabt, hat gemerkt, es ist doch zu viel Arbeit, weil Outlook sich sehr stark ändert. Das ist meine Entscheidung, muss eine Entscheidung treffen, sagen, ich nehme die Web-Oberfläche, vielleicht nehme ich gleich den Thunderbird. Aber, und die E-Gruppe, aber die E-Gruppe-Web-Oberfläche ist für mich immer die beste Entscheidung, weil das ist einfach, ich habe die meisten Funktionalitäten. Jemand, der sagt, ich will nur einen anderen Web-Client haben, hat nie, gab nur Probleme, für den Reseller gab es Stress und für E-Gruppe selbst gab es Stress, weil immer gesagt wird, es muss aber genauso aussehen wie dort und das funktioniert halt, es muss ein Mehrwert da sein für den Kunden und der kann in meinen Augen nur entstehen, wenn ich die Web-Oberfläche einsetze und die Module, die dann da sind, die Infolog, die ganze Verbindung und ich glaube, das ist, was Sie auch leben. So, wenn Sie E-Gruppe einsetzen, einfach die Outlook machen. Was mich nochmal interessieren würde, ist, wo sehen Sie denn die Schwerpunkte für E-Gruppe? Also wir selbst bei uns setzen, also die E-Gruppe ist mehr oder weniger ein ziemlich zentraler Bestandteil, weil wir wickeln damit Kundenanfragen, Entwicklungs-Feature-Requests. Also im Prinzip ist das der Dreh- und Angelpunkt. Also Termine, Adressen, Bücher ist selbstverständlich. Was wir halt auch bei unseren Kunden einsetzen, ist so eine leichte Art von Standard-Synchronisation. Das heißt, die Kunden- und Lieferantenadressen werden aus dem ERP per Cronjob dann täglich in ein eigenes Adressbuch, ein Read-Only-Adressbuch in der E-Gruppe dargestellt, damit man zumindest an dieser Stelle nicht wieder so viel Pflege hat. Und da sind wir im Moment auch dran, diese Integration in das ERP ein bisschen weiter aufzubauen, dass man dann auch irgendwann mal, keine Ahnung, Kundenaufträge oder sowas, die dann im ERP erstellt werden, irgendwann im Kalender oder als Task.
spielen es nachts auf und haben dort alles gesammelt und der Kunde von uns kann im Endeffekt auch zugreifen und so weiter. Also wir haben dann teilweise auch nur temporäre Installationen, wirklich nur für ein Projekt. Das ist einfach auch ganz interessant, weil wir dann Prozesse schon, also aus unserer Sicht auch Dienstleister schon komplett vordefinieren und dann nur das übergeben, was wirklich für dieses Projekt gebraucht ist. Okay. Wir benutzen es bei uns eigentlich wirklich nur für Kontakte, Termine und Mail. Mhm. Also die ganzen Stunden, jeder, was er arbeitet, wo er hinfährt, wird halt im Kalender eingetragen. Gibt es leider noch keine Auswertung, so dass jeder mal sagt, wie viele Kilometer bist du diesen Monat gefahren? Bedingt. Man kann einen Termin einfach in einen Stundenzettel umwandeln und das dann entsprechend eintragen. Das wäre eine Möglichkeit. Ja. Also wir setzen die Stundenzettel sehr intensiv ein. Also es gibt kein Ticket, kein To-Do, kein Termin, weil ich einen Stundenzettel kann hängen und organisieren das alles in Projekten. Das heißt, jede Kundeninstallation für jede oder für jeden Kunden gibt es ein Projekt, weil wir haben auch so monatliche Serviceverträge und dann hat man relativ einfach, sieht man direkt am Projekt schon die Summe der Stunden, die da angefallen sind. Also man kann damit relativ wenig Aufwand, kann man da schon den Aufwand ein bisschen im Auge betrachten. Ja, könnte man vielleicht ändern, die Kunden, wo man das einsetzen, aber die benutzt es in der Regel auch nur Mail, Kontakte. Das ist ja das, was bei uns. Also vielleicht will man es auch, wenn wir haben standardisierte Produkte, zum Beispiel so eine Typo3-Webseite, die haben wir als Vorlage im Projektmanager drin, da sind die ganzen Aufgaben hinterlegt, die sind schon zugeordnet zu den Mitarbeitern, was der machen soll. Und der fügt einfach nur noch einen Stundenzettel hinzu, wenn er das Ding erledigt hat. Mhm. Und dann haben wir noch ein Cookie eingebaut, wir haben ein Projekttagebuch eingeführt, das haben wir einen Infolog, wo der Kunde informiert wird, was wir machen. Und da schreiben wir chronologisch die Sachen rein, die wir gemacht haben. Und er kriegt halt die E-Mail. Und seit wir das machen, sagen wir mal so, ist das Verhältnis zu unseren Kunden super, weil die sind permanent auf dem Laufenden. Das kann ich nur jedem empfehlen, das einfach so zu machen. Da muss man nicht immer noch telefonieren und sonst irgendwas, aber einfach E-Mail reingeschrieben. Oder das Infolog ausgefüllt, da ist jetzt dieser Knopf drin mit dem Timestamp. Gerade mal reingepinselt, was gemacht wurde und zack. Dann kriegt er eine Kopie davon. Ja, so als Dokumentation ist. Genau. Ja. Anders Bereiche sind vielfältig. Aber vielleicht eine Sache noch, die haben wir ganz vergessen zu sagen. Das Programm ist kostenfrei. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass Sie eine Lizenzgebühr bezahlen, um dann teilzunehmen wie bei McDonalds, wo Sie dann ein bisschen Geld bezahlen müssen, sondern kostenfrei, oder hat sich das geändert? Nein. Kostenfrei. Es ist kein Franchise-System. Das heißt, Sie haben auch keine Mindestabnahme oder sonst irgendwas. Sie müssen 10 Kunden bringen oder so. Nein. Sie können sich entscheiden, Sie starten das, Sie gucken sich das an und sagen, ich möchte das machen, das ist für mich interessiert. Und dann können Sie das machen. Und wenn Sie sagen, ich habe es doch keine Zeit gehabt, okay, dann haben Sie die Zeit, den Vertrag ausgefüllt oder Ihr Digistore-Account angelegt. Das war quasi das Risiko, was Sie eingehen. Wenn jemand von Ihnen jetzt Interesse hat, als Reseller aufzutreten, einfach eine E-Mail an mich oder anrufen und dann reden wir darüber, wie wir es machen können. Okay. Vielen Dank.